악에서. 그날 저녁 독일 제1공영방송은 나의 필름을 방송할 수 있었다. In Südkorea ist ein Ende des Volksaufstandes, der sich vor allem auf die Stadt Gwangju und ihre Umgebung erstreckt, noch nicht in Sicht. Bisher unbestätigte Berichte besagen, dass die Armee Vorbereitungen für eine Eroberung der Stadt trifft. Nach 4 Tagen heftiger Kämpfe gehört die Stadt Gwangju, die 5. Stadt Koreas, praktisch den Demonstranten. Das Militär hat einen Ring um die Innenstadt gebildet und alle Verbindungen, auch Telex und Telefon, dorthin unterbrochen. Nur auf Schleichwegen ist es uns gelungen, trotzdem nach Gwangju hereinzukommen. Die Brutalität, mit der Fallschirmjäger und Polizei in den ersten 2 Tagen hier gegen die Demonstranten vorgingen, lässt sich an den schweren Verletzungen ablesen, die wir gesehen haben. Und das hat den lange aufgestauten Hass der Bevölkerung auf das Militärregime so erregt, dass schließlich mehr als 200.000 Menschen demonstrierten und etwa 30.000 in die Straßenkämpfe selbst verwickelt wurden. Nach den Angaben des Militärs soll es bis Mittwoch auf beiden Seiten 9 Tote und 60 Verletzte gegeben haben. Aber die Studenten nennen uns viel höhere Zahlen. Sie sprechen von Hunderten von Toten und Verwundeten. Das mag übertrieben sein, kommt aber der Wahrheit sicher näher als die offizielle Angabe. Denn als die Demonstranten am Dienstagabend eine Polizeistation eroberten und sich mit automatischen Sturmgewehren bewaffneten, wurde auf beiden Seiten sogar scharf geschossen. 200 Autos und Busse sollen die Demonstranten in ihrer Hand haben, darunter viele eroberte Militärfahrzeuge. Damit jagen sie nun in der Stadt herum, rufen Parolen wie "Befreit die Gefangenen, tot dem Militärregime". Und die Bevölkerung ist voll auf ihrer Seite und jede Tankstelle versorgt sie kostenlos mit Benzin. Wir hatten sogar den Eindruck, dass einzelne Soldaten und ganze Militäreinheiten den Demonstranten sympathisch gegenüberstehen. Und man hört bereits von den ersten Befehlsverweigerungen in der Truppe. Die herumfahrenden Demonstranten tragen den Aufruhr in die Umgebung. Aus 16 Orten Südkoreas werden bereits neue Demonstrationen gemeldet. Und so muss man damit rechnen, dass sich das Militär darauf vorbereitet, mit noch größerem Einsatz an Material und Waffen die Lage wieder unter Kontrolle zu bringen. 전두환 일파가 내란을 일으켰음이 명백해졌다.